Hier ist es. Und zwar mache ich jetzt den Karton einfach auf. Also, da handelt es sich hier um das iPad Pro, 11 Inches, 256 GB und nur mit Wi-Fi, also ohne die Option, dass man eben auch eine SIM-Karte reintun kann und LTE benutzen kann. Also ich habe mich für das Modell entschieden, weil für mich das andere etwas groß war. Ich hatte davor schon eins in 11 Inches, eigentlich das iPad von meinem Vater, das ich ihm jetzt wieder zurückgeben werde. Habe es auch eben im Store ausprobiert, hatte es in der Hand und ist auf jeden Fall handlich. Ich habe ja zusätzlich noch mein MacBook. Wenn ich etwas größer sehen will, aber für den Nutzen, also für die Uni und für das ganze Mitnehmen, ist das auf jeden Fall ausreichend. 1/4 Terabyte reicht. Da ich, wie gesagt, meinen Laptop noch habe als Erweiterung sozusagen und eigentlich als ein Arbeitsdevice, braucht deshalb hier nicht so viel Speicherplatz drauf. Das ist in einer Folie eingepackt. Ich hoffe, man sieht es jetzt besser. Auf jeden Fall, das ist das iPad. Sehr handlich, klein, praktisch. Und ich mache jetzt mal die Folie weg. Ihr seht, das ist das Space Grau, also das dunklere von beiden. Hat jetzt lang genug ein silbernes, also das helle. Diese neue Farbe, die fand ich wirklich ansprechend. Man sieht mit den abgerundeten Ecken, mit der Kamera, die vorsteht. Buttons gibt es hier auch. Also und wie ihr seht, fehlt der Home-Button. Dann kann man eben diese Hülle befestigen, also die Tastatur. Die habe ich auch, aber ich glaube, die ist noch unten. Ich drücke einfach mal auf den Startknopf. Und es geht an. Und während es lädt, schauen wir mal, was da noch so alles drin ist. Also auf jeden Fall das Design bei Apple mit dem Manual drin. Dann haben wir hier den Anschluss. Und zwar ist es, glaube ich, USB-C. Und so ein Adapter ist dabei. Da ist es auch. Ich stelle das jetzt mal kurz ein. Man kann das eben über diesen Button einschalten. Dann öffnet sich auch gleich schon der Sperrbildschirm. Hier hat man jetzt die Option, entweder mit der Face-ID oder mit dem Code das Ganze zu entsperren. Hier fragt es jetzt eben die Face-ID ab. Man kann aber auch den Code eingeben. Man kann es so ausrichten, wie man will. Hier wird die Lautstärke geregelt. Da sieht man die Lautsprecher. Hier ist der USB-C-Anschluss. Jetzt hat es den für Apple-typischen Aufbau. Hier runter swipen, dann hat man hier die verschiedenen Optionen. Taschenlampe, welche sehr praktisch für Scans ist. Kamera, Modus, Bluetooth, Nicht-Stören-Modus. Man kann auch hier wieder Nachtmodus einstellen. Wenn man hier hoch swiped, kann man so die App schließen, was ja auch bei dem Vorgänger schon so war. Wie gesagt, und es fehlt ein Kopfhöreranschluss. Da muss man eben auf Bluetooth-Kopfhörer umsteigen. Und sonst ist außer dem Adapter und dem Kabel auch nichts mehr weiter dabei. Dazu habe ich aber den Apple Pencil gekauft. Und zwar den für das iPad in der neuen Generation. Also hier seht ihr nochmal die Bezeichnung. Und er ist auch wirklich nur kompatibel mit dem iPad und eventuellen Nachfolgern oder eben dem iPad in der größeren Version. Es hat auch keinen Anschluss mehr. Er ist hier abgeflacht, dass man es zum einen gut an der Seite anbringen kann am iPad und zum anderen er nicht so leicht wegrollt. Und hier steht einfach nur noch Apple Pencil. Und der ist eben magnetisch. Und da steht eben Apple Pencil und so verbindet man den übrigens auch. Er läuft über Bluetooth. Solange er da dran ist, lädt er auch. Was ich noch dazu gekauft habe, ist das Smart Keyboard Folio. Das sieht an sich so aus. Dann sieht hier, dass hier ein paar Punkte sind und das iPad hat auf der Rückseite ebenfalls diese Punkte. Und so bringt man das auch hier an und schon ist es sicher. Funktioniert alles mit Magnet. Hat einmal die Option, man kann es aber auch gerade hinstellen. Tippen funktioniert auch problemlos und wirklich alles sehr weich und es ist halt eben auch sehr, sehr stabil.